So, und willkommen zurück. Also, wenn ich den Typen, der jetzt da hochkraxelt, töte, dann bin ich dann super bekannt. Aber ich gehe hier rein. Fuchsjagd. La Volpe, den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Manchmal habe ich es nicht so mit den italienischen Sachen. Assassino, Hilfe! Ja, jetzt brauchen wir das Adlerauge. Ja, ich habe das Adlerauge, da brauchst du mir nicht sagen, ich hab's. Nein, jetzt nicht, bitte nicht singen jetzt. Aus dem Weg. Hab dich. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliabole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Yay! Das war La Volpe. Und wir machen gleich weiter, denn es kommt so ein Rennen. Ist auch blöd, ne? Wieso steht der denn nicht hier oben? Jetzt muss ich erst extra runter und gleich klettern wir wieder hoch. Das mache ich direkt mit. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Ich hoffe doch. Wenn der Controller mitspielt, dann kann ich mithalten. Wir sehen uns dort, La Volpe bei der Santa Maria Novella treffen. Ja, darf ich auch? Konzentriere mich jetzt, deswegen sage ich nichts. Sind wir hier in dieser Kirche? Trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff, dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolfgang. Viel Glück. Yay! Wir sehen uns dort, ist synchronisiert. So, jetzt hat La Volpe uns gesagt, dass wir diesen Steingriff nach unten drücken müssen, ne, und so weiter und so fort. Jetzt können wir das auch bei den anderen Dingern machen. Sollen wir das sofort machen? Ja, komm, machen wir auch direkt. Dann habe ich mal was getan. Aua. Die merken nichts. Sehr schön. Gut, dann mache ich das mal. Ich
glaube, das ist noch relativ einfach, aber es gibt Sachen, die sind sehr frustrierend. Aber ihr werdet es dann selbst sehen. Da sind auch Rätsel bei dann. Später sind die... Ja, ihr werdet es dann sehen. Autsch. Wow. Vor die Katakomben. Novellas Geheimnis. In die Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen. Siehste, hier oben bin ich jetzt gesucht. Also sobald mich einer sieht... Ich habe keine Uhr im Blick, also habe ich im Moment auch noch keinen Zeitdruck. Von da oben kommen wir, das ist ja herzlich, wunderschön. Ah. Oh, hi, wer ist das denn hier? Ne, hier muss ich nicht hoch, okay. Ja, da ist ein Griff, das sehe ich, aber... Hier gibt es auch Schätze, die man finden kann. Also das Zeitdingen, oder? Manche Dinge sind nämlich auf Zeit und dann muss man da ganz schnell hoch. Ob die Katakomben vom Kölner Dom auch so aussehen? Keine Ahnung. Ich war noch nie in den Katakomben vom Kölner Dom. Da wird uns gezeigt, wo wir lang müssen. Da hüpf, 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 ganz viel hüpfen. Einen Weg durch das eingestürzte Treppenhaus finden. Entschuldigung. Was für Mechanismen, ey. Moment, ist das nicht gleich mit diesem schnellen Laufen, weil der eine wegläuft? Ich bin gerade am Überlegen. Oh ja, ich erinnere mich, den zu kriegen ist ja. Wie lange müssen wir hier stehen, Saverio? Es ist kalt. Was willst du, Hilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Na, die Toten? Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Die Toten nicht, aber ich. Ich werde euch was tun. Ach ja. Das war das. Tor zur großen Halle öffnen. Sind wir es hier bei Assassin's Creed oder was? Bei Harry Potter oder was? Ich schlüpfe mal da rein. Klinge ist ausgerüstet. Alternative Kamera.
Hier läuft keiner rum, oder? Also das ist schon so eine Schleichmission. Dann ist es natürlich gut. Dass man nicht sofort irgendwen alarmiert oder so. Aber ob ich das schaffe? Ich gebe mein Bestes. Tschüss. Okay, ich wollte ihn eigentlich runterziehen, aber dann ist er hochgeklettert. Oh gut. Ich kann ihn noch. Der da oben sieht mich nicht. Mist. Ezio. Brüll ihn nicht so rum. Das ging noch. Manchmal, jetzt sind die Wachen noch sehr weit auseinander. Da können die anderen Wachen das noch nicht hören. Aber später werden die Wachen dichter beieinander sein. Wenn dann einer schreit, dann hat man echt ein Problem. Das ist Assassinenbanner, aber es ist ein ziemlich altes. Aber das ist nicht das von Altair. Ich wusste es, genau das meine ich. Das ist dann so ein bisschen tricky. Spring einfach daneben, ist doch alles ja. Wir haben ja Zeit. Zum Glück. Wofür war das jetzt? Das war für den zu töten, glaube ich, ne? Wenn man auf den drauf springt. Bevor ich hier irgendwas aktiviere, genau. Geheimer Bereich entdeckt. Konnte man nicht da auch hoch? Ich glaube gleich, ne? Das finde ich immer sehr schön, dass sie zeigen, wo man lang muss. Ist hier oben die auch noch ein Schatz? Nee. Okay, dann halt nicht. Jetzt kommen die Wachen gleich wieder rein, glaube ich. Melda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Man fängt leicht der Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Jetzt laufen da die Wachen rum, die müssen wir natürlich auch eliminieren.
Nee, du kennst mich nicht, bin weg. Zweiter. Ich klaue euch noch das Geld. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich wollte jetzt eigentlich die Wurfmesser ausrüsten, geht aber nicht. Wir müssen es mit der Klinge machen. Denn Wurfmesser wäre ja zu einfach, ne? Weil der Typ jetzt uns gleich wegrennt, der da vorne steht. Verdammt, ist uns zugenäht. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Ja. Ezio rennt. Das schaffe ich meistens nie, dass ich den einhole. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ach, genau deswegen, weil Ezio wieder rumspackt. Ja. Ja. Aber der wartet manchmal an manchen Stellen, der Typ. Ja, also der rennt jetzt nicht einfach weiter, der bleibt dann da stehen, irgendwo. Ach, genau deswegen meine ich das. Ezio hackt sich gerne mal fest überall. Ich glaube, ich bin entkommen. Ezio? Ich bin schneller. Ja. Och, Ezio. Junge, Junge. So, wo lang jetzt? Ach ja. Genau das meine ich. Diese Stelle hinterher rennen. Ezio, was soll das? Tu, was ich dir sage. Hä? Komme ich da nicht lang? So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, wo ich lang muss. Ezio hoch. So, wo muss ich jetzt lang? Hab ich hier irgendwas verpasst? Ja, ja. Ich glaube, ich bin entkommen. Jetzt finde ich gerade den Weg nicht so ganz, weil wenn ich jetzt hier rüber springe, so weit kann der niemals springen. Habe ich irgendwas verpasst? Das schafft ihr niemals. Sag ich doch. What the fuck? Wo muss ich hin? Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ja, das hört man jetzt die ganze Zeit, ne? Bis er mal fertig ist. Ich glaube, ich muss ich hier lang? Hier muss ich doch lang, oder? Aber ich glaube, es ist der gleiche Weg, oder? Ich habe keine Ahnung, ich blicke da manchmal gar nicht durch, wo ich hier lang muss. Jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Jetzt mach richtig. Ach, da muss ich lang. Ich gehe mal in die falsche Richtung. Sag doch mal einer was. Gehen wir in die falsche Richtung, ey. Run, Forest!
Ezio, lass doch mal den Blödsinn. Du sollst den Typen da fangen. Ich krieg ihn nicht, Mann. So ein Mist. Bis zum nächsten Mal. Eure Tofina. Im nächsten Teil geht's weiter.